herzlich willkommen bei einem neuen Early Access Game und auch wirklich sehr, sehr geilen Spiel, muss ich sagen. Es heißt Beer Circus und es ist genau das, was mir gefällt. Wikinger, ein bisschen kleines Match und in Comic-Stil so gesehen. Und wir fangen wie immer an. Wir fangen mit dem Training an. The dead shall drink forever. So sieht's aus. Where the dead shall drink forever. Und zwar sind die schlechten News, dass wir tot sind. Allerdings konnte ich nicht so schnell lesen und nö. Aber ihr könnt ja anhalten und lesen und übersetzen, wie ihr das denn gerne so macht. So. Hier sind wir in der Schenke. Und wir laufen halt mal dahin, wo wir hin sollen. So, Jump mit Leertaste. Auch sehr cool. Ja, ich habe schon ein, zwei Ründchen gespielt. Das ist echt ein mega cooles Spiel. Was? Achso, ja. Und macht auch mega Spaß einfach nur. Vor allem gibt es mehrere Modis, aber ja, die werde ich euch schon noch demnächst zeigen, denke ich mal. Was muss ich denn jetzt? Ach hier, Combo machen. So, Combo gemacht. Alle tot. Ne, der lebt noch. So. Jetzt. Und die Sprüche hier natürlich von den Kollegen sind auch immer sehr, sehr nice. Die müsst ihr euch mal durchlesen. So, Heavy Attack. Bam. Bam. Und nochmal ins Gesicht. Oh, das, ja. So. Das hätten wir. Weiter. Wir dürfen weitergehen. Yay. Und jumpen können wir auch. Also wir sind hier ein dicker Wikinger, der einfach alles töten muss. So, wir müssen den angreifen. So, komm, ich mach alle Junge. Und jetzt nochmal drauf. Oh, der ist schon umgefallen. So, und jetzt? Jetzt müssen wir die Angriffe von den Zombies blocken. Ja, das kriegen wir doch gerade so noch hin. Also, die schlagen sich auch gegenseitig, die Zombies. Das finde ich auch nice. Okay, eine Attacke muss ich noch blocken. Ja, da ist schon der erste Tote, wo ich gar nichts gemacht habe. Ich will den hier, dass der mich schlägt, aber er will nicht. Doch, jetzt. Das ist schön. Jetzt machen wir den hier kaputt. Den gleich hinterher. Oh, der Kopf ist abgefallen. Sorry. Ach, da oben ist jetzt einer. Wir müssen seine Äxte blocken, die er wirft. Ja, das machen wir locker. Aber wir könnten auch ausweichen, guckt. So. Aber wir müssen blocken. Laut Mission eben. Haben wir gemacht. Und jetzt? Dürfen wir da oben runterholen. Bam. Voll ins Gesicht mit dem Schild. So, press E, das Super Stab. Also wenn der jetzt hier auftaucht, drücke ich mal E. Da stürmt er nach vorne ohne Gnade. Und jetzt müssen wir Shift drücken, wenn hier die Kollegen kommen für den Zwergnado. Dann metzelt einfach alles weg. Einfach so. So, jetzt muss ich warten, bis das Ding die Abklingzeit weg ist und dann kann ich auch da hoch. Aber ich finde die Grafik auch ziemlich cool, muss ich sagen. Wie gesagt, so ein bisschen Comic-Stil. Richtig cool gemacht. So, was haben wir denn jetzt hier? Er trinkt gerade sein Bierchen. Deswegen auch Beer Circus. Und wir müssen hier alle Zombies erstmal killen. Oh, der ist schon wieder der Kopf abgefallen. Und nochmal. Schade, ich habe gedacht, ich komme durch das Schild mit der Attacke. Ja, und das gibt es dann halt auch in rundenbasierten Sachen. Nicht rundenbasiert, sondern wo halt Gegner gegen Gegner, sowas wie Capture the Flag und sowas halt momentan noch. Da, wie gesagt, Early Access gibt es nur eine Map, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es auch schon mehrere. Das müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall ist es ziemlich geil. Einfach nur mal so halt ein bisschen rumgemetzel. Was noch fehlt, meines Erachtens, ist so ein Koop-Modus.
wo man gegen Zombies irgendwie... Aua! Alter. Hey, was ist mit dir kaputt? Ja, wo man eben, so ein bisschen in Koop-Modus alles niederschmetzelt. Halt natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, wie hier jetzt. Obwohl das schon recht schwierig ist, muss ich sagen, hier. Ist gar nicht so einfach. Hier, Schild ins Gesicht. Und dann nochmal wirbeln. Es ist nicht wirklich einfach. Vor allem der da oben, der da rumwirft die ganze Zeit. Kann ich jetzt damit eh auf den hochspringen? Nee. Ich kann auch mein Schild nicht hochwerfen. Wunderbar. Dann machen wir halt so weg. Und wir haben jetzt noch eine Welle. Eine ziemlich große Welle. Der kriegt wieder mein Schild ins Gesicht. Und dann drücke ich wieder E und mache meinen Wirbelsturm hier. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Zwirknado oder so. So heißt es. Ah, jetzt ist natürlich blöd hier. Wir sind nämlich fast down. Das heißt, wir müssen uns theoretisch wieder aufladen. Geht aber nicht, weil wir nichts haben zum Aufladen. Wir brauchen Bier zum Aufladen. Ne? Haben wir aber gerade nicht. Der kriegt mein Schild wieder ins Gesicht. Und ich muss ein bisschen aufpassen, einfach nur. Da oben, der nervt. Ich hol den jetzt erstmal runter. Genau, so. Jetzt haben wir da unten und tot. Jetzt können wir den auch das Schild ins Gesicht hauen. Ja, das ist schon mal cool. Au, 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 au. Ich habe nicht mehr viel HP. Und bam. Habe ich es jetzt geschafft? Ja. Ich muss jetzt hier... Siehst du, da möchte jemand wieder gleich meine Übertragung ansehen. Der liebe Kevin, aber... Erst machen wir mal die Aufnahme zu Ende. Ich muss jetzt H drücken und tanze da ein bisschen rum. Victory! Yeah! Wir haben das Tutorial beendet und in 10 Sekunden geht es wieder zurück zum Main-Menü. Und jetzt möchte ich auch... ja, hier steht das mit den Early Access blabla. Gibt noch nicht sehr viele Server. Aber es gibt schon welche, das heißt, ich starte trotzdem mal ein kleines Match. Man kann hier die Server suchen. Es sind nicht wirklich viele online. Ah, wir gehen mal hier auf den mit... Oh ne, doch nicht. Wir gehen auf den vollen Server. Weil wir es können. So, da stehen immer ein paar kleine Tipps hier am Rande. Und jetzt können wir uns hier mehrere Spieler aussuchen. Beziehungsweise sogar freischalten. Und ich finde am besten bisher diesen Kerl, den Scondrail. Ich weiß zwar nicht warum. Also er ist so ein bisschen Fernkämpfer, Nahkämpfer. Das ist hier so ein Supporter, also er heilt einen. Und dann haben wir noch Defense, also ja, wie soll ich sagen, halt die ziemlich viel einstecken können. Beziehungsweise hier Huntress ist eher so, wo die Leute slowt. Aber ich nehme mal den Typen hier. Und das ist die Map, die ich meine. Ich glaube, es gibt nur momentan diese eine Map. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Wir sind in dem roten Team, das heißt, wir müssen hier die Flagge capturen. Und ich zeige euch auch gleich mal die Fähigkeiten von den Kollegen hier. Der hat nämlich einmal die Bombe. Die nagelt sich dann da fest und explodiert. Dann haben wir hier das Shift, wo er einmal schneller rennt. Und seine genialste ist die hier, wo er sich unsichtbar macht. Ja, kurze Zeit zumindest. Hilfe. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Tut mir leid. So, dann spawnen wir gleich nochmal als der Kollege, weil der ist echt genial. Ich finde ihn richtig stark. Wenn denn das Team mitspielt. Ja, da steht's. Kevin möchte zugucken. Ich lasse ihn auch gleich zugucken. Machen wir es sofort. Nur ich kann jetzt nicht streamen und Dings bumsen, ne? Leckt nämlich. So ein bisschen zumindest. So, wir können mit denen hier immer ein bisschen wegspringen. Das ist ganz praktisch. Denn er kriegt immer ganz schön auf die Schnauze. Das ist nicht so toll. Aber kriegen wir schon hin.
Die haben nämlich einen Heiler. Wir haben keinen, soweit ich das sehen kann. Hier, der kriegt erstmal die Bombe ab. Du hast eine Bombe an dir kleben, Kollege. Oh, hat er nicht mehr. So, den haben wir gekillt. Das ging echt schnell. So, die kriegt die Bombe ab und stirbt dann wahrscheinlich auch. So sieht's aus und wir sind Level Up. Ich weiß zwar noch nicht, was das heißt direkt. Also, wie sich das auswirkt. Oh, jetzt habe ich... Fuck, jetzt habe ich meinen eigenen Teammate gekillt. Also, Teambeschuss ist an. Wir greifen mal hier die an. Ja, ich war leider schon sehr tot. Und ja, wir müssen halt, wie gesagt, die Flaggen einnehmen, wie das halt so ist mit Capture the Flag. Allerdings finde ich den Modus und das Spiel an sich halt sehr, sehr cool. Macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Wir müssen erstmal hier schnell aus dem Geschehen heraus. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich möchte da hoch. Gar nicht. Oh, da ist schon einer. Oh fuck, ich bin wieder einen eigenen Mann getroffen. So, die Bombe fliegt halt einfach geradeaus. Das ist nicht so toll. So, ich verstecke mich mal hier. Und werfe dann jetzt eine Bombe hin. Ja, hab einen getroffen. Hier den Heiler, den wir jetzt ausschalten werden. Vielleicht, ja. Das war Teamkill gewesen. Oh fuck. Ja, wir haben leider ein bisschen verloren. Ne? Aber wie gesagt, wenn da so Team 5 für den 5 sind, ist das schon mal richtig geil. Wir können auch mal gerne hier gucken. Ich bin natürlich Letzter, weil ich als Letzter reingekommen bin. Aber an sich ist es sehr, sehr geil. Und das nächste Mal zeige ich euch dann die neuen Charaktere, beziehungsweise andere Sachen. Denn hier oben stehen wir schon. Customize. Man kann seine Krieger anpassen. Demnächst halt, ne? Coming soon. Dann gibt es noch hier den Shop, wo man halt was kaufen kann. Hier sehen wir schon ein paar Waffen und so. Und so weiter halt, ne? Also hier Armor, Weapons, bla bla. Und das finde ich schon mal ziemlich geil. Muss ich sagen. Aber das sehen wir dann das nächste Mal. Also, beziehungsweise nicht das, sondern ein paar Sachen sehen wir das nächste Mal. Es ist sehr genial, es macht sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, es hat euch auch erstmal gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.